Talana haben wollte. Alter, wachsen die Viecher aus dem Boden oder was? So. Immer schön dazwischen schwimmen, Leute, weil die Viecher haben Angst von diesen komischen Kackebällchen. Wieso Kackebällchen? Weil unten drunter Kacke ist. Aber das hat er in der Talana schon erklärt. So, auf zur OK. Das ist Deutschland. Diese Aussage werde ich heute nicht mehr vergessen. Wir sind, jetzt sind wir hier auf OK. Jetzt muss ich bloß noch auf der Suche zu primitiven Lebewesen gehen, die das Messer haben, und ich weiß auch, wo die sind. Zum Glück. Das müsste ich ja stundenlang suchen. Das möchte ich euch ja nicht antun. Da hinten sind ein paar von denen. Die werden nicht gelb, die werden nicht rot, die werden gelb angezeigt. Als normales Lebewesen. Und die schießen mit Blasrohren. Also mit dem Blasrohr. Stirb! Brauche ich. Das ist anscheinend ihr Dorf. Und da hinten ist derjenige mit dem Opfermesser. Die wollen ein Opfer, das muss ich verhindern. Ich lasse es nicht zu, dass jemanden opfert. Kein Schamas. Oh, ich habe zum Glück doch noch den Schamas gerettet. Was ist passiert? Oh, mein Kopf! Hallo? Sieht aus, als hättest du dir die falschen Freunde ausgesucht. Ja, Ulokai. Die Ogobar waren nicht gerade erfreut, mich zu sehen. Danke, dass du mein Phantasma gerettet hast. Das scheint mein Schicksal zu sein, seit ich dieses Hemd trage. Ich bin Shamas Zave. Ich habe eine Art Lageplan gefunden und bin damit hierher nach OK gekommen, um deinen Mon zu suchen. Bisher aber leider noch ohne Erfolg. Wie war das mit der Karte?
Ich habe diese Karte von Okar, aber ich kenne ihre Bedeutung nicht. Ich habe mit Kyoran, dem Jäger, darüber gesprochen, aber er konnte mir auch nicht weiterhelfen. Kann ich sie mal sehen? Hier, du kannst sie behalten. Ich bleibe in der Nähe des Saokas, falls du meine Hilfe brauchen solltest. Aber ich fürchte, ich werde dir nicht von großem Nutzen sein können. Och, halt, reicht eigentlich schon aus. Du weißt also nicht, wo das Mon ist? Nein, vor mir hat es noch zwei Schamas gegeben, die das Geheimnis des Mons in Okar bewahrt haben. Der Schamas, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wurde vor einigen Monaten umgekehrt. Und ich fand diese Karte bei seinen Sachen. Aber er hat mir nie erzählt, was es damit auf sich hat. Okay. Wer sind diese Ogoba? Sie sind gewalttätige Wesen, die kein Phantasma besitzen. Manche sagen, sie seien die Nachkommen höherer Wesen, wie du selbst eins bist. Aber andere glauben, dass sie mit den ersten Talanern Adelphas verwandt sind. Okay. Niemals in diesen Pilze reintreten, meine Freunde. Die tun weh. Die machen großes Aua, Aua. Ich brauche Geld. Nicht in Real Life, ich meine hier im Spiel. In Real Life kann man nie genug haben. Hier haben sie sich echt Mühe gegeben. Also, die haben sich im Spiel ziemlich gute Mühe gegeben, muss ich sagen. Spinnen. Die wollen einfach nicht sterben. Aua! Play the Mist Fischer. So, ihr Leute, ihr müsst die Tempel, sag ich schon, die Steine so steil bewegen, bis ihr diesen großen Stein, nochmal von vorne. Ihr müsst diesen großen Steine so doll bewegen, dass sie immer stärker an diesen Stein zusammenprallen, bis dieser große Stein hier runterrollt. Und das Endergebnis werdet ihr dann später noch sehen. Komm schon.
Und so jetzt, und jetzt rollt er runter. Es geht an den See unten entlang. Zack. Es fließt unten kein Wasser mehr entlang. So, da findet man hier so einen Schlüssel. Wenn er sich mal den Schlüssel nehmen würde. Oder so. So, ich muss gucken, bloß wieder gucken, wie ich jetzt wieder hochkomme. Irgendwo muss es doch einen Weg geben, hochzukommen. Ja, hier. So. Ich werde dann später mal wieder herkommen und dann hier nach dem Mond suchen, aber brauche ich auch noch bessere Ausrüstung als die ich jetzt schon habe. Was ist mit denen los? Ach so, okay, wer ist das? Du bist aber wirklich groß, oder? Ah, endlich weilst du unter uns, Ulukai. Wenigstens fürs Erste. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Ich bin der große Jäger Kyuran und dies hier ist meine Region Oka. Was kannst du mir über die Region Okar erzählen? Meine Region Okar, meinst du wohl? Ich lebe hier, es ist meine. Also gut, deine Region. Es war einst ein Ort, an dem die Dolotai-Wächter trainierten, bevor die Zeit des Feran anbrach. Damals war ich ein junger Wächter, aber ich wollte nichts damit zu tun haben und deshalb wurde ich Jäger. Ich hatte einen Freund, der viele Monde lang mit mir zusammen auf die Jagd ging, aber er ist seit vielen tausend Monden fort. Und seitdem jagst du immer hier draußen? Ja, ich habe gesehen, wie die Krieger von Feran viele Wächter angegriffen und umgekehrt haben, die versuchten, das Trainingslager auf der anderen Seite der Brücke als Hauptquartier zu nutzen. Ich habe gesehen, wie die Kaserne im Osten des Daokas niederbrannte und wie es von Kroax neu errichtet wurde. Aber trotz allem jage ich, da dies hier meine Region ist. Was kannst du mir über die Oguba sagen? Sie sind niedere Wesen, die meine Region verunstalten. Primitive Kreaturen ohne jegliche Intelligenz. Sie stehlen mir immer die Tiere, die ich fange. Wo sind sie? Ihr Lager befindet sich weit südöstlich des Daokas, aber ich würde dir nicht empfehlen, dieses Gebiet meiner Region aufzusuchen. Sie mögen keine Fremden. Okay.
Welche Fallen? Ah, du bist weise, dass du nach meinen Fallen fragst, Ulokai. Einige sind für die Tiere und andere für die Ogoba und die Krieger, die immer noch in meiner Region ihr Unwesen treiben. Du wirst aufpassen müssen, wo du hintrittst, Ulokai. Ich habe so viele Fallen gelegt, dass ich selber manchmal fast von ihnen umgekehrt werde. Idiot. Gibt es etwas, was du mir über die Brücke sagen kannst? Es ist halt eine Brücke, die übers Wasser führt. Sie befindet sich im Westen des Daokas. Okay. Nun gut, mächtiger Kyuran. Ich muss herausfinden, ob irgendwo in dieser Region ein Mon versteckt ist. Ich habe von diesem Schatz gehört, aber auf all meinen Reisen durch diese Region habe ich nichts gesehen, was auf die Beschreibung passen könnte. Noch nicht einmal bei den Ogoba. Glaubst du denn, es gibt hier überhaupt eins? Oh, ich weiß, dass es hier eines gibt. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber es gibt fast nichts in dieser Region, was ich mit der Zeit nicht finden würde. Einer unserer Schamas sucht übrigens ebenfalls danach. Ich habe Schamas Zave gefunden. Ist sein Phantasma immer noch mit ihm? Es sieht so aus, als hätten ein paar Dorfjungen versucht, ihm das Atmen zu erleichtern, indem sie ihn mit ein paar zusätzlichen Löchern ausgestattet haben. Noch ein Opfer für Achonda? Die Ogoba machen das ständig. Deine Neuigkeiten gefallen mir, Ulokai. Es ist schlecht für meine Region, wenn ein Schamas umgekehrt wird. Das bringt Unglück. Was war mit Achonda? Was ist dieser Achonda? Die Ogoba glauben, er sei ein Jod. Ich habe ihn niemals gesehen, aber ich habe gehört, er lebt im Erdreich. Es scheint mir, als hätten alle Talaner außer mir Angst vor diesem kleinen Ungeheuer. Vor langer Zeit erzählte man sich, er sei gefangen worden, aber ich glaube das nicht. Kannst du mir sonst noch etwas darüber sagen? Der Legende nach lebt er unterirdisch und besitzt ein sehr gutes Gehör. Andere sagen, er könne nur Hitze erkennen. Ich weiß nicht, was davon stimmt, aber es wird immer von seinem schwer zugänglichen Versteck berichtet. Ich denke, man braucht eine sehr gute Waffe, um dieses Ungeheuer vernichten zu können. Hört sich ja nach einem niedlichen Haustierchen an. Wenn ich dieses Biest haben wollte, würde es als Trophäe an meiner Wand hängen. Egal wie unzugänglich sein Unterschlupf auch ist, ich kenne die Geheimnisse der Jagd. Treff es am Hinterkopf. Es gibt nicht viele Kreaturen, die sich dagegen wehren können. Und merkt euch das, Leute. Hinterkopf. Ist wichtig. Erzähl mir von dem Trainingslager. Vor langer Zeit haben die Dolotai-Wächter hinter den Mauern trainiert. Jetzt sind dort nur noch Kroax-Krieger. Es ist ein Ort, den ich seit Tausenden von Monden nicht mehr betreten habe. Also weiß ich nur wenig darüber. Es liegt westlich der Brücke. Du kannst es nicht verfehlen. Was kannst du mir über die Kasernen sagen? Dort wohnen Kroax-Krieger. Ich toleriere sie nur, weil sie gelegentlich gegen die Ogoba kämpfen. Aber ich weiß, dass sie mich liebend gern umkehren wollen. Warum? Ich glaube, weil ihnen meine Fallen mehr zu schaffen machen als die Ogoba. Sie sind nicht glücklich über meine Existenz und genau das mag ich. Hm. Shamas Zave hat mir diese Karte gegeben. Zeig sie mir, Ulokai. In Ordnung. Ja, ich habe dem Schamas erzählt, dass meine Region voller Überraschungen steckt. Er erwähnte Schlüssel, die zum Mon führen. Aber ich habe sie nie gesehen. Die komische Schrift unten auf der Karte kenne ich nicht. Also was sind das für Orte auf der Karte? Diese Orte sind mir wohl bekannt. Der große Ort im Westen ist das Trainingslager. Wenn die alten Schamas jemals ein wirklich gutes Versteck gesucht haben, dann muss es dort sein. Noch etwas? Die beiden Orte nördlich des Trainingslagers habe ich nie besucht. Beide sind in einem Teil meiner Region gelegen, in der kaum Tiere zu finden sind. Also jage ich dort nicht oft. Und die anderen Orte? Nun, jemand hat ein Bild von fallendem Wasser gemalt. Aber ich habe dort nie so etwas gesehen. Und die Arena ist voller Garmor. Aber ich frage mich... Was?
Hier ist dieses Ding aufgemalt, das bei starkem Wind so komische Geräusche macht. Ich frage mich, ob es wohl etwas mit den Klangpfeifen zu tun hat, die ich in meiner Region gesehen habe. Welche Klangpfeifen? Sie sind mir bei meinen Streifzügen durch meine Region aufgefallen. Einige konnte ich sehen, andere nicht. Ich werde auf der Karte einzeichnen, wo ich welche gesehen oder gehört habe. Danke. Hier, bitte. Okay, wasch mich wieder noch. Was glaubst du, sind das für Markierungen? Ich glaube, dass es irgendeine altertümliche Schrift ist. Ähnliche Schriften habe ich schon in den Ruinen in meiner Region gesehen, aber noch nie diese Symbole. Sie könnten alles Mögliche bedeuten. Was kannst du mir über die Arena beim Daoka sagen? Das war ein Turnierplatz für Wettkämpfe. Aber jetzt versucht Kroax Gamor darin zu halten. Du solltest sie nur betreten, wenn du den Wunsch hast, dir ihre Zähne aus der Nähe anzusehen. Okay. Meinen Mann hier auf OK werde ich mich später suchen. Aber erstmal will ich erstmal, dass die Leute die Steuer abschaffen. Und wenn dann die Steuer abgeschafft sind, werden wir mal weiter nach dem Mond suchen gehen. Aber erstmal will ich komplett die Krieger schwächen. Das gehen wir mal zum dem Fleischhändler. Der Fleischhändler wollte ja das komische seltene Messer haben, den ich eingesammelt habe. Da bist du ja. Rate mal, was ich hier habe. Du konntest eines der Messer finden, Ulukai? Was hast du denn gedacht? Hoffentlich war es nicht zu gefährlich. Doch, war es. Ich hätte es dir fast noch mit echtem Talanerblut befleckt geben können. Dafür hätte ich noch mehr bezahlt. Warum hast du mir nicht ein solches Messer mitgebracht? Du bist wirklich verrückt, weißt du das? Na gut, dann muss ich mich eben mit diesem hier zufrieden geben. Ich mache dir ein sehr gutes Angebot. Okay. Das ist in Ordnung. Abgemacht. Ich kann es gar nicht erwarten, bis Balazar davon erfährt. Hier sind deine Zorkins.
Und Hesas Preis? Ach ja, ich senke ihn. Das ist einfach wundervoll. Okay. Haben wir jetzt eigentlich alles gesenkt, was gesenkt werden kann? Ey, Schwachkopf! Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände! Den habe ich jetzt nicht gesucht. Alter, geht mir langsam auf den Sack. So. Und jetzt Ruhe. Möchte nicht weiter gestört werden von euch. Ihr Unholde. Ey du. Hast du mal eine Sekunde? Ich habe alle drei davon überzeugt, ihre Preise zu senken. Oh, ich werde jetzt sehr viel Arbeit haben. Ich muss allen sagen, dass ich meinen Preis gesenkt habe. Dann muss ich die Fahrten zu neuen Kunden planen und mir überlegen, wie ich einen Mond Urlaub machen kann. Und Zoss? Ja, ja, um den kümmere ich mich auch. Er wird sein Wasser mit meiner nächsten Auslieferung bekommen. Das wird bestimmt ein sehr arbeitsreicher Mond. Freust du dich denn nicht? Oh doch, sehr sogar, Ulukai. Glaub ja nicht, dass ich mich nicht freuen würde. Hier, damit möchte ich dir meine Dankbarkeit zeigen. Leider habe ich keine Zeit, um mich richtig zu freuen. Weil du zu viel zu tun hast, stimmt's? Stimmt. Wie konnte ich das nur wissen? So, jetzt gehen wir uns den anderen und sagen wir ihn, dass er seine Preise gesenkt hat. Ich glaube, der war so in der Nähe des Tors. Eingangstors. Ich glaube ja. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Du hast nicht das, was ich brauche. Also, kusch kusch. La 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 la. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich. Verzeihung, Kumpel. Hesa hat versprochen, seinen Preis zu senken. Du bekommst dein Wasser mit der nächsten Lieferung. Du hast es geschafft? Hat er schließlich doch zugegeben, dass er im Unrecht war? Nein, das hat er nicht. Er musste tatsächlich seinen Preis erhöhen, weil andere ihrerseits ihre Preise erhöht hatten. Also war er nicht einfach nur gierig? Das glaube ich weniger, nein. Das heißt, ich war... Ja. Oh, Ulukai, es tut mir schrecklich leid. Ich hätte Hesa anhören sollen. Wir alle machen mal einen Fehler. Wir sollten aber daraus lernen. Ich werde gleich damit anfangen. Du sollst so viel Freipilern bekommen, wie du willst, Ulukai. Vorausgesetzt natürlich, dass ich welches habe. Wenn du willst, sogar mit einem extra Garmor-Schwanz. Oh, lecker. Weißt du was, Zoss? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich bin nicht besonders wild auf Getränke, in denen Teile von Tieren herumschwimmen. Wie du meinst. Mein Angebot bleibt dennoch bestehen, Ulukai. Aber vielleicht gefällt dir dies hier ja besser. Jemand hat mir damit mal eine Kiste Pilan bezahlt. Und ich glaube, du kannst es gebrauchen. Dein Gamor-Schwanz-Pilan kannst du behalten.
Jetzt muss ich bloß auch genug Krieger töten, denke ich mir mal, dass sie dann wirklich in Geldlieferungen abbrechen. Sag mal so. So, weil die schon geschwächt sind, weil sie kein Essen mehr kriegen oder sowas von wenig Essen kriegen, ist es ein einfaches, die zu töten. Bald wird es gar keine Krieger mehr Krieger mehr geben, wenn es kein Geld mehr gibt. Und das macht mir die ganze Sache noch einfacher als vorher. Okay, hab ich jetzt mehr einen Schuss. Nur zwei Schuss? Huch! So, wir gucken mal, ob der jetzt schon die Preise abschafft. Man sagt, ob er die Steuern jetzt abschafft, die Geldlieferungen abschafft. Ich bin's nicht! Der auf Unschuldige schießt. Huch! Hing an der Tür fest. Hallo? Könntest du bitte aufstehen? Kommst du mal eine Sekunde her? Kannst du die Steuerzahlungen an Feran nicht einstellen?
Als Stammesführer von Okriana freue ich mich, eine Versammlung aller Geschäftsleute einberufen zu können, um über die Einstellung der Steuerzahlungen an Feran zu beraten. Lass uns bitte ein wenig Zeit. Yippie! Ulukai? Soot. Ich habe mit den Händlern gesprochen. Sie werden deinem Wunsch Folge leisten. Wir werden nicht länger Zorkins an Feran zahlen. Gut, du wirst es nicht bereuen, Soot. Die meisten Krieger werden sehr wütend sein und Feran verlassen. Aber einige werden auch bei ihm bleiben. Du wirst leider weiter gegen sie kämpfen müssen. Darüber mache ich mir keine großen Sorgen. Und was habt ihr hier vor? Oh, ich werde die Krieger eine Zeit lang hinhalten, ihnen Säcke voller Steine geben. Wenn ich nicht mit Zorkins umgehen könnte, wäre ich kein Stammesführer geworden. Das dachte ich mir. Yes, Mann. Wir haben alles eingestellt, meine Freunde. Wir haben die beiden Essenslieferungen eingestellt. Die Metalllieferung, also das Helitiumlieferung eingestellt. Und das Geldlieferung, also die Steuerlieferung, eingestellt. Also, die Krieger kriegen kein Essen mehr. Um Kräften zu bleiben. Die Krieger kriegen kein Metall mehr, um ihre Waffen im Stand zu halten. Und sie kriegen kein Geld mehr für den Unterhalt. Also, sie werden schwächer, ihre Waffen wird schwächer. Und... es werden keine Krieger mehr neu spawnen. Wenn ich welche töte. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Jetzt, da Okasankar und Shamazar keine Nahrungsmittel mehr an die Krieger liefern, werden sie bald sehr schwach sein. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Da wir ihnen kein Helidium mehr liefern, werden ihre Waffen schon bald kaum noch funktionieren. Wie steht es um die Moral der Krieger? Einige Krieger sollen schon ihre Posten verlassen haben, weil sie keine Zorkins mehr bekommen. Wir sind froh, dass wir auch dazu beitragen konnten. Yes, Mann, ihr habt's gehört, meine Freunde. So, meine Freunde. Ich bin total fertig, müde, hab so gesagt, die halbe Nacht durchgemacht, bin etwas frühzeitig aufgestanden, dass ich nicht in der puren Hitze aufnehmen muss und mir nicht die ganze Schweiß von der Stirn runterfließt, weil die Kopfhörer meinen Kopf auch noch aufwärmen durch ein Kopfhörpolster. Und ich bin total kaputt, müde und froh, dass ich es wenigstens mit euch noch so weit spielen konnte, dass die Talaner alle Ressourcen eingestellt haben. Und demnächst machen wir uns auf der Suche nach den Mons, nach den restlichen Mons. Ich denke mal, 3 müssen noch übrig bleiben. Und ich bedanke mich fürs bisher Zuschauen. Und sage euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei Outcast mit euren Dreamer. Bye bye.